Hallihallo, herzlich willkommen zurück zur Medieval Dynasty. Wir waren beim letzten Mal jagen und heute kümmern wir uns hier noch um die Reste, die denn hier verbleibend im Dorf. Denn wir haben ja hinten bei dem Pferdestall, da haben wir noch ein paar Bretter zu platzieren, sage ich mal. Ich hole mir jetzt erstmal hier den Hammer raus und wir schauen mal gerade. Bretter haben wir auch reichlich da. Wie viel kriegen wir denn mit? Ja doch, das könnte hinhauen. Gerade so nicht, aber macht ja nichts. Ein Großteil haben wir schon mal dabei. Dann machen wir jetzt erstmal schnell die Zäune hinten fertig. Und wir sollten ja mittlerweile auch wieder Holz haben. Ne? Dann könnten wir vielleicht noch unseren kleinen Park da vorne auch noch machen. Dann ist ja eigentlich, ja, alles durch. Das Einzige, was wir noch machen könnten jetzt in den letzten Folgen, wären natürlich auch noch den Kuhstall. Da haben wir nämlich auch noch keine da. Aber sehen wir mal, wo wir denn zeitlich bleiben. So. Ist mein Pferd eigentlich hier? Jo. 10 Meter, das heißt, es schläft wahrscheinlich wieder, oder? Nee, es steht tatsächlich. Ja, sehr schön. Nochmal ganz kurz Kontrollcheck. Jo. Sieht gut aus. Die machen alle ihren Job. So gefällt mir das. Warte, ich habe schon wieder keine Bretter mehr. Das ging jetzt so schnell. Okay. Ja, es ging schnell. Wobei, stimmt, die brauchen ja immer 8 Stück, ne? Das ist gar nicht so viel, was wir dann haben mit 97. Aber gut, es wird auch langsam dunkel. Das heißt, morgen sollten wir uns rein theoretisch um das Feld kümmern können. Das wird hoffentlich einer schon machen. Der eine, der noch da verbleibend ist. Das wird schon klappen. So, Nee, das waren 39, ne, waren's. Jo. Ja, waren sogar 40. Egal. Wir müssen ja eh nochmal laufen. Und dann haben wir ja auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück weitergemacht. Da gehen auch schon die Laternen an. Ja. Ja, ist das Stadtzentrum eigentlich ganz gut mit beleuchtet. Könnten ja auch hier noch gerade weitermachen. Ich glaube, ziemlich mal so, dass wir am Ende noch einmal drüber laufen müssen quasi. Ah, wobei 6 brauchen die. Wie kam ich denn auf 8? Ach nee, das waren Steine. Bei den Steinmauern brauchten wir 8. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier dann auch nochmal. Ja, dann wird die Seite aber auf jeden Fall fertig. Also sollte sie eigentlich. Ein paar Bretter haben wir noch da. Ich hole die mal ganz schnell. Gut, 19 Bretter waren es noch. Die machen wir noch fertig. Und mir ist gerade aufgefallen, dass gar kein Holz reingekommen ist. Das heißt, wahrscheinlich war das Lager voll. Und dann müssen wir bei dem Holzschuppen mal schauen. Der ist ja direkt hier vorne. So. Eins, zwei, drei und vier. Okay, dann schauen wir mal gerade. War das eigentlich schon... Das war der zweite Hammer. Okay. Jo, 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 jo. Dann schauen wir noch mal. Hoffentlich sind sie noch fleißig geblieben. Hä, wieso haben wir denn... Oder ist das... Ach, Moment. Falsch. Nee, das ist auch nicht der, der kaputt ist. Hä, die wollen mich doch auf den Arm nehmen. Oder habe ich da keine Arbeiter drin? Holzschuppen. Hier, 2. Macht 0. Stimmung 68, Zustand 54 sollte. Ich laufe mal gerade rüber. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier Holz drin haben. Sonst finde ich das echt ein bisschen schwierig. Weil ich nämlich nicht weiß, warum dann auf einmal nicht mehr irgendwie was reinkommt. Hä? Wir gucken gerade noch mal im Lager. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch gar kein Holz mehr rausgeschmissen oder benutzt irgendwie. Das ist jetzt schwierig. Arbeitsverweigerung ist das. Wir bauen hier eine Polizei, die dafür sorgt, dass hier alles rechtmäßig läuft. Das geht so nicht. So, wir haben hier einen Stock. Und das war's. Wir haben kein Holz. Liegt doch nicht daran, nee. Hä? Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Das ist voll komisch.
Das ist sehr, sehr komisch. So, was passiert jetzt? Nichts. Okay. So, tschüss. Und die Felder sind fertig. Die lassen wir aber mal so weit. Ja, ich bin gerade echt verwirrt. Warum machen die nichts? Machen die jetzt wieder was? Hä? Ich check's gerade nicht. Egal, dann müssen wir selber ein bisschen Holz ran schaffen. Ist ja nicht so schlimm. Was brauchen wir denn, um hier den Park zu machen? Ah, da war's doch. Ich war richtig. Weitere, genau, Möbel. 6, 12, 12 plus 22 brauchen wir. 22. Das kriegen wir hin. Ich brauche aber Stöcke, ne, zum Platzieren, oder? Was war das jetzt? Nee, ich muss das direkt... Ach nee, Quatsch, das brauche ich ja gar nicht aufbauen. Das ist ja dann direkt... Das steht ja dann direkt da. Dann holen wir uns mal ein bisschen Holz. Ich frage mich auch, warum... Ach so, das ist wegen der Quest, wird mir der Typ da oben angezeigt, ne? So. Und hiervon noch ein paar. Immer her damit, immer her damit. Na. Sind wir 36, da hole ich noch einen dritten mit. Baumfeld. Flo. Okay. Und nochmal. Und dann in die Taschen damit. Jo. Da wechsle ich direkt mal rüber auf den Hammer. Beziehungsweise brauche ich ja gar nicht, ne? Möbel. Wir machen erstmal den Tisch. Holztisch. Ja. Den machen wir schön da vorne hin. Habe ich hier eigentlich einen Weg gezogen? Oder fehlt der noch? Ah, nee, der fehlt noch. Da muss ich noch ein bisschen einen Weg ziehen. Okay, der Weg führte so. Dann machen wir den Park. Machen wir den hier so hin. Ganz genau. So. Ich kann auf der anderen Seite sogar noch ein bisschen was ziehen. Dann ist das einheitlich. Genau. Und hier ist dann unser Platz. So, einmal ein Tisch. Ach nee, ne? Oh. Okay, Moment, das machen wir anders. Ach, das geht nicht, weil vorne und hinten... Ja. Wir könnten aber hier so ein bisschen, ne? Wir könnten jetzt einfach sagen, wir nehmen jetzt unsere Möbel und stellen es genau dazwischen. Ja, so, genau. Ganz genau. Reparatur brauchen wir nicht. Es ist halt nur ein bisschen komisch, dass man nicht auf dem Weg platzieren kann. Ah, wer weiß, vielleicht kommt es noch. Hey, was machst du denn hier? Holst mir nach. Erstmal gerade aufsteigen. Ich frag dich mal wieder. So. Ach, falsche Taste. Genau. Fühl dich wie zu Hause. Der geht aber wieder an die Arbeit. Ich kann ja nochmal nachschauen gerade. Vielleicht macht er ja jetzt wieder was. Dieser Schlingel. Beschädigt, beschädigt, beschädigt. Oh Gott. Was ist denn nicht beschädigt? Ja, da kommt wieder was rein. Wunderbar. Immerhin, immerhin. Dann war das, ich weiß nicht, woran das jetzt gelegen hat. An der Jahreszeit glaube ich ja nicht, ne? Nicht, dass es heißt, jo, es ist kalt draußen, ich will jetzt nicht Holz fällen. Nö. Das wäre neu. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Und dann war's das. Ah ne, das war der Stock, okay. Möbel, wir haben genau eins zu wenig. Oh nein. Genau eins zu wenig. Ist ja ärgerlich. Ich will jetzt einfach hier vorne so einen Baum. Komm. Baumfeld.
Schau mal. Jo. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug und dann machen wir unseren kleinen Platz da drin fertig. Möbel, hölzerne. War das vorher auch so, dass man den Sitzplatz sieht? Ja, ne? Jo, genau. Einmal dahin, bitte. Ja. Und dann einmal genau dasselbe andersrum. Ja, ist doch auf jeden Fall ganz nett. Ist okay. Ist ein bisschen bewachsen, der Platz. Hier ist nicht so viel Action. Ist halt wieder Grillplatz. Und ja. Da können die Leute ihren Spaß haben. Dann tun wir mal unser Rundholz, was wir noch haben, weg. Beziehungsweise wir könnten ja eigentlich... wir können eigentlich den Stall noch bauen hier. Ah, wobei. Ja doch. Den Kuhstall. Wir hätten, glaube ich, nur nicht genug Münzen für eine Kuh. Da hätten wir, glaube ich, nicht genug... So, Rundholz 2. Einmal rein. Hä? Hier, da haben wir Rundholz, genau. Wird hoffentlich jetzt auch wieder mehr. Und ja, dann hätten wir das gemacht. Dann müssten wir mal gerade reparieren. Genau, das sollten wir mal machen. Wir gucken mal gerade, was brauchen wir denn alles? Rahmungsschuppen, Hühnerstall, Gänsehaus oder Ganzhaus, ne, Gänsehaus und Pferch sowie Schmiede. Oh Gott, ach ja. Da brauchen wir wahrscheinlich Bretter. Ja, 3 Stück. Werden Bretter noch gemacht? Sollten eigentlich. Da brauchen wir ein bisschen Stroh, das nehmen wir auch mal direkt mit. Brett, hier haben wir schon mal 4 Stück. Stroh, da haben wir schon mal ein bisschen was. Ach komm, ich hole ein bisschen mehr mit. So, und hier auch ein bisschen mehr. Platz haben wir. 1, 2, 3. Hinten ist noch was kaputt. Und dann steht das Ding auch wieder so weit. Ich weiß gar nicht, wollen die Hühner da hoch und können es nicht? Okay, das wird direkt gesammelt. Da liegt auch nichts irgendwie noch übrig. 1, 2, 3. Da vorne ist das Gänsehaus. Den geht soweit auch gut. Ich weiß gar nicht. Wir haben ja auch noch eine Gans gekauft. Ne? Und Hühner haben wir ja auch noch gekauft. Wie sieht das denn da gerade aus? Gänsehaus. Da haben wir... Ah ne, wir haben keine mehr gekauft. Aber Hühnerstall. Ja, hier. 4 Tiere. Ist noch nicht alt genug. Der Hahn. Der ist noch nicht alt genug. Aber die Schweine, die haben ja direkt richtig Vollgas gegeben. Und dann fehlte uns jetzt für die Reparatur, was fehlt uns jetzt noch? Nur noch der Holzschuppen, ne? Nee, Pferd fehlt noch. Okay. Dann auch einmal bei den Schafen vorbeischauen. Und dann müssen wir nochmal hoch, Grabungsschuppen, da wo die Mine auch ist. Wobei, wie viel hatten die Mine überhaupt jetzt noch? Mine, die war ja auch so niedrig. 62, okay. Die steht dann doch noch ein bisschen. Grüß dich. Ah, hat zurückgegrüßt. Habt ihr alle gehört. Gut. Ja, die sind auch noch klein. Die brauchen ihre Zeit. Und dann ist das auch wieder ganz, ne? Beschädigt. Und sonst... Jo. Genau. Irgendwelche Arbeitslosen, außer die Kinder. Nee. Alter Schwede, so viele Kinder hier. Ja. Hallo. Das ist auch auf 0, ne? Genau, das darf ich nicht mehr abnehmen. Ich laufe dann mal hoch, repariere mal schnell das Ding. Ja, wir sehen uns dann oben. Mir ist gerade eingefallen, ich hätte ja auch das Pferd nehmen können und schnell hier hochreiten können. Naja, jetzt ist es zu spät. Wir können das Ganze ja auch direkt mal anknüpfen in so eine kleine Jagd, würde ich sagen, oder? Also, was wieder... Was ist übrigens jetzt die Quest hin? Hier, Großwild. Hey, wieso ist die weg? So, genau, das können wir nochmal weitermachen. Ah, hier ist noch ein bisschen was kaputt. Da brauche ich aber Rundholz. Och nein. Ah, wobei, Quatsch. Da kommen wir ja ran. So oder so.
Genau. So, den Recurve-Bogen habe ich dabei. Wo ist denn rund? Ach, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich gehe mal ins Management und sage mal, du machst mal ein bisschen weniger. Ja, ganz genau. Weil du wahrscheinlich das ganze Holz, was reinkommt, direkt wegnimmt und sagt, jo, ich brauche Brennholz, schnell. Ja, genau. Das ist das Problem. Wie viel brauchen wir denn? Ich habe jetzt gerade gar nicht geschaut. Wobei, ich sollte ja auch den Hammer dann rausnehmen. Reparatur, 1, 2 und das war's. Jo, dann nehmen wir hier genau den hier. Dann geht's genau auf. Jo, okay, dann brauche ich jetzt nicht. Und ran da. Jo. Reparieren. Was haben wir eigentlich hier in der Kiste drin? Eisen und... Ja. Oh, ist ja genau aufgegangen. Schmeiß ich mal raus, oder? Komm. Ach, ich bin hier völlig falsch. Ja. Und ja. Genau. Weg damit. So. Ach, ist voll. Ach, scheiß drauf. Nehme ich mit. Bogen habe ich hier. Pfeile sind auch da. Und dann dürften wir gar nicht so weit weg sein von so einem Jagdgebiet, ne? Laufen wir jetzt erstmal schnell darüber. Und dann gucken wir doch mal. Ja, ich meine, ich wurde hier mal von Wölfen gejagt. Irgendwo hier war das. Ich soll nur nicht meine ganze Ausdauer jetzt verbrauchen, sonst habe ich ein Problem, wenn wirklich dann jetzt Wölfe kommen. So, immer ein bisschen sprinten, immer ein bisschen gucken. Ich glaube, ich muss aber noch ein bisschen runter. Ich habe übrigens das mal probiert mit dem Bison. Hat leider nichts gemacht. Also hat nicht dazu gezählt. Bisons sind da also nicht Teil der Großwildjagd. Da sind auch wieder Hirsche. Die findet man immer mehr als genug. Ja gut, am Anfang, wenn man da richtig viele Wölfe treffen würde, wäre das auch schwierig. Aber jetzt kann ich gerade nicht genug kriegen. Ich suche mal schnell ein bisschen hier ab. Und dann werden wir früher oder später irgendwo hier auf einen Wolf treffen. Da vorne haben wir einen. Ich bin wieder ziemlich lang gelaufen. Aber immerhin einer. So. Aber sonst ist hier auch keiner. Ah, da hinten liegt noch ein Speer. Hier habe ich wohl das letzte Mal auch Wölfe gefunden. Jo, immerhin einer. Eieiei. Das, da haben wir es wieder, ne? Wenn man die braucht, die Tierchen, dann findet man sie nicht. Und wenn man es gerade gar nicht gebrauchen kann, wie zum Anfang der Folge, der letzten, dann kommen sie natürlich. Dann wollen sie dir in den Hintern beißen. Naja. Vielleicht gehe ich jetzt wieder nach Hause. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Wir sind übrigens jetzt wieder hier. Also wir haben ja hier angefangen zu suchen. Und ich laufe jetzt noch ein paar Meter hier runter. Das können wir gerade gemeinsam machen. Noch gucken, ob hier in den nächsten Hügeln ein paar Wölfe rumrennen. Ansonsten geht's nach Hause. Würde ich mich mit dem Pferd mal wieder Richtung... Wo ist denn das überhaupt? Ja, Richtung Süden begeben. Und dann da nochmal ein bisschen jagen gehen. Da, wo die Bären sind. Und natürlich auch ein paar Bären mitnehmen. Weil die sind eigentlich so die sicherste Quelle... Ach, Let's Sneaker. Die sicherste Quelle, was... ja, was die Wildtiere anbetrifft. Weil die Wölfe, die respawnen nicht so schnell wie die Bären. Habe ich das Gefühl. Die Bären respawnen eigentlich relativ schnell, sind aber dafür dann auch immer einzeln. Ja, wir laufen nach Hause. Das hat sonst keinen Zweck. Ich bin gerade am Überlegen wegen den Kühen, weil das würde ich schon gerne noch irgendwie machen. Weil sonst haben wir alles gemacht, bis auf die Kühe. Und das glaube ich, machen wir auch.
Das machen wir auch. Wird natürlich auch nicht so einfach jetzt die nächste Steuerzahlung. Weil wir natürlich weniger angebaut haben und mehr ausbauen. Aber gut, müssen wir halt durch. Kriegen wir schon irgendwie hin. Zur Not verkaufen wir alles andere, was wir ja irgendwie haben. Wir haben ja noch ein paar Wertgegenstände, so ist das ja nicht. Wir haben ja vor allen Dingen auch noch Flachssamen dann, die kann man auch nochmal verkaufen. Gibt auch nochmal ein bisschen Geld. Na, und ich laufe jetzt mal schnell nach Hause. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, erstmal gucken, ob wir Holz haben und dann würde ich, glaube ich, an die Scheune rangehen. Bevor die hier auch schon wieder zerfällt. Genau, da machen wir dann das Upgrade dann auch direkt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt auf jeden Fall besser ist. Machen wir gerade Folgendes. Ja, genau. Wir machen gerade Folgendes. So, nochmal neu ausrüsten. Dann haben wir den nämlich wieder alle auf einem Stapel. Und dann schauen wir mal. Da haben wir wieder ein paar Bretter. Nee, aber sonst wieder kein Holz. Ich verstehe es nicht. Wobei, das könnte auch hieran liegen. Wir sind halt schon wieder voll. Stein ist mittlerweile recht niedrig. Stöcke haben wir echt viele. Ist aber nicht so schwer. Pelz ist verdammt schwer. Ja, kriegen wir aber auch nicht mehr hinten rein. Das schmeiße ich auch jetzt mal raus. Oder? Nee. Was ist denn hier so richtig schwer? Eigentlich ist gar nichts so richtig schwer. Komm, ich schmeiße hier wirklich mal die Hälfte von raus ungefähr. Und hier auch. Dann hier auch die Hälfte raus. Steine lasse ich drin. Pelz auch die Hälfte. So. Schmeißen wir alles hier hin. Wie auf dem Flohmarkt. Einmal auslegen. Und dann ist da nämlich auch wieder ein bisschen mehr Platz drin. So. Dann kann ich nämlich auch hier die Stöcke noch da reintun. So, dann tun wir noch das Fleisch kurz hier rüber. Ja, genau. Einmal hier rein. Und dann muss ich nochmal kurz bei den Holzschuppen vorbeischauen. Da kommen wieder die Schafe angelaufen. Denen geht's gut. Die fühlen sich wohl. Und ja, hier müssen wir auch gucken. Wir haben ja auch noch in den Schuppen haben wir auch noch ein paar Bretter. Aber ich hoffe jetzt erstmal, dass sie da Holz haben. Die Bretter nehmen wir mit, wenn die kein Holz da haben sollten. Oder was rennt denn da eine ganze Herde hier jetzt rum? So. Hä? Management. Kann es sein, dass das irgendwie ein Spielfehler ist? Weil es muss eigentlich Holz geben. Gehe ich da noch ein bisschen plus? Ja. Oder? Nee. Ich lasse es wirklich so. Der verbraucht nicht so viel, ne? Da haben wir auf jeden Fall in beiden Fällen plus. Das ist aber komisch. Naja. Bretter haben wir auch gar keine. Was soll das denn alles? Vielleicht sollten wir erstmal schlafen gehen. Aber das ist echt komisch. Ich hole direkt, ich komme, ich nutze direkt hier die Gelegenheit. Speicher? Nee. Landwirtschaft. Scheune 3. Dafür brauchen wir 10. Jo. Das passt. Dann haben wir schon mal 12. Aber das ist ausgesprochen seltsam. Wunderbar. Genau, der war's. Ich mag das ja, wenn ich dir direkt so zerlegen kann, ohne große Animation, ist schon mal ganz nett. Und wie viel habe ich denn noch Platz? Ja, da würden... Wie viel ist denn nochmal einer? 2,5, ne? Ja, 2,5. Ah, reicht gerade so nicht. Dann holen wir noch 3 mit. Warum nicht? Ach, ich finde das cool. Würde nur noch fehlen, dass sie sich so leicht biegen.
Okay, dann wird es Zeit fürs Bett. Morgen machen wir die Scheune. Und in Kürze machen wir auch hier das dann fertig. Also die zweite Seite. Hey, yo. Kann sich da auch nur noch im Tage halten. Ich frage mich ja, man kann anpassen, wie schnell so ein Jahr vergeht. Ich frage mich, ob die Steuern dann geringer ausfallen. Und schlafen. Ach komm schon. So. Gut. Sehr, sehr gut. Ja gut, die Häuser werden wir dann nicht mehr bauen. Das ist ja auch klar. Flachs, Flachshalm. Karottensamen, ja, jo. Jo und jo. Okay. Hammer, Gebäude zerstören. Ach, ja, das war ja erstmal. Jo. Und weg damit. Dann Landwirtschaft Scheune 3. Ah, komm. Jo. Ach ja, okay. War wahrscheinlich der Weg einfach. Ich dachte, es wäre hier. Hm? Zum Glück brauchen wir nicht so viel Rundholz. Wir brauchen aber wieder Bretter. Und ganz viele Steine. Ja, Steine wird halt eng, ne? Da haben wir nicht mehr so viele. Lalala, lalala. Dann müssen wir wahrscheinlich händig noch ein paar Bretter herstellen. Da haben wir Steine. So, dann machen wir die ersten Wände schon mal fertig. Oh Gott. Jo, das haut fast hin. Hä, was wiegt denn hier? Ach so, ich habe ja. Ah, ich habe die ganzen Sachen noch dabei. So, Moment. Ich tue die Sachen einfach mal gerade hier hin, die wir aus der Scheune haben. Die federn zwar nicht, aber ist ja nicht schlimm. Tierfutter, Weizen, Zwiebelsamen. Da kriegen wir nämlich noch ein paar Steine mit. Ah, das ist. War leicht zu viel, aber das hält uns ja nicht auf. Na gut, na gut. Müssen wir mal schauen. Wir haben ja jetzt dann noch einiges zu tun. Also wir müssen auf jeden Fall die Jagd noch machen. Oder das würde ich gerne noch machen. Und ich würde dann noch den Kuhstall gerne machen. So, ich baue mal schnell die Wände. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Aha. So langsam kommt Rundholz hier wieder rein. Das ist schon mal gut. Die machen wieder ihre Arbeit. So. Warum auch immer das nicht funktioniert hat. Da haben wir auch wieder ein paar Bretter. Nehme ich auch mit. Und ich wollte gerade noch zu den Holzschuppen schauen. Dann mache ich nämlich auch direkt mal das Dach fertig. Dann haben wir nämlich die Scheune in dieser Folge noch fertig gemacht. So. Und damit ist auch die neue Scheune wieder fertig. Ja. Müssen wir noch ganz schnell umladen. Und ja, dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Bretter übrig. Die können wir dann direkt noch hinten platzieren. Ich werde zwischenzeitlich noch ein paar machen müssen, dass wir da fertig werden. So. Da sind jetzt 29. Hier ist auch wieder. Oh, das funktioniert wieder. Ich weiß nicht, warum das so war. Vielleicht weiß ja einer von euch, warum das gewesen sein könnte. So, wir müssten. Feder. Ach da, Flachs. Waren wir nicht überladen? Ach ne, wir hatten noch mehr Zeugs dabei, ne? Jo. Da liegt noch ein bisschen Verdorbenes. Das liegt ja auch schon Jahre da, gefühlt. Doch, es liegt schon Jahre da. Tatsächlich. Okay, dann schmeißen wir wieder das, was da reingehört, da rein. Und ja, damit ist dann auch die Scheune endlich fertig. Dann müssen wir noch drei Sachen machen, die ich gerade auf dem Schirm habe.
das erste ist dann als nächstes eben den Kuhstall machen, den Zaun und jagen gehen. Und dann sind wir, glaube ich, durch. Dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Ja. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.